mir was zu sagen. Momentchen, ich gucke gerade nochmal, ob ich es hier. Ja, es ist letztendlich. Also, auch, es hat wieder auch mit dem Tai Chi zu tun. Und natürlich gerade dem Universum nicht ins Handwerk zu fuschen. Nachzugeben. Wenn ich was will und irgendwas stellt sich mir in den Weg, dann gebe ich nach. Und gehe dann außenrum. Aber komm trotzdem dahin, wo ich hin will. Kapitel 44. Ruhm oder dass du zu dir stehen kannst? Was ist dir wichtiger? Geld oder glücklich sein? Was ist wertvoller? Erfolg oder Misserfolg? Was ist schädlicher? Erhoffst du Erfüllung von anderen, dass andere dich glücklich machen? Wirst du nie wahre Erfüllung erlangen, nie wirklich glücklich sein? Wartest du auf jemanden, der dich aus dem Dreck zieht, ohne dass du dabei wenigstens Interesse zeigst, wirst du im Dreck sterben. Hängt dein Glücklichsein vom Geld ab, dann ist dein Glück unbezahlbar. Und du wirst nie wirklich glücklich sein. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Freu dich, dass alles so ist, wie es ist. Siehst du ein, dass dir nichts fehlt und forderst du nichts und gibst einfach, was du geben kannst, gehört dir die ganze Welt. Ich mache hier gerade mal eine kleine Brücke zu etwas, was in einem anderen heiligen Buch steht. In der Bibel steht, macht euch die Erde untertan. Das scheinen viele Menschen komplett missverstanden zu haben. Die meinen, damit sei wohl gemeint, macht ruhig alles kaputt. Die ganze Welt gehört dir. Indem du einsiehst, dass es dir an nichts fehlt und du nichts forderst und du einfach immer nur einfach gibst, was du geben kannst. Und dann, es ist quasi eine, ne, heißt dann im Umkehrschluss, ne, wenn du alles gibst und kein Eigentum mehr anerkennst, kein Besitz mehr anerkennst, den andere dann nicht haben, den du damit anderen wegnimmst, quasi ihnen die Nutzbarkeit dieser Sache, die du besitzen willst, wegnimmst, dann wird man entsprechend mit dir verfahren. Gebe ich aber alles, was ich habe, frei, zur freien Verfügung. Dann bin ich das beste Beispiel in meinem Umfeld und viele Leute fangen sehr schnell an, das mir genauso gleich zu tun, zumindest in meine Richtung. Nicht das Besitzen ist wichtig. Dass ich die Dinge nutzen kann, wenn ich sie brauche, das ist wichtig, dass sie zur Verfügung stehen. Kapitel 45. Wahre Unvollkommenheit scheint... Entschuldigung. Wahre Vollkommenheit scheint unvollkommen. Doch sie ist vollkommen sie selbst. Wahre Fülle scheint leer zu sein. Doch sie ist in vollem Maße präsent. Wahre Gradigkeit scheint krumm zu sein. Wahre Weisheit scheint töricht. Wahre Kunst scheint kunstlos zu sein. Ein freier Mensch lässt die Dinge ruhig geschehen. Er formt die Ereignisse, während sie auftreten. Er weicht aus und lässt das Universum selbst sprechen. Ein freier Mensch lässt die Dinge ruhig geschehen. Er formt die Ereignisse, während sie auftreten. Das heißt, im Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Dinge, die gerade passieren, mitzuformen und damit zu beeinflussen, wie sie in der Zukunft aussehen. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Weltfrieden dran. Weil ich weiß, dass wir das machen können. Kapitel 46. Lebt ein Land im Einklang mit dem Universum, so bauen seine Fabriken Lastwagen und Traktoren. Lebt es im ständigen Gegeneinander, boomt die Waffenindustrie. Und ich möchte an dieser Stelle gerne darauf hinweisen, dass knappe 50% der eingenommenen Steuern weltweit in die Waffenindustrie gepumpt werden. Es gibt keine größere Illusion als die Angst, keinen größeren Fehler als aufzurüsten und kein größeres Missgeschick als einen Feind zu haben. Wer jede Angst durchschauen kann, der wird immer in Sicherheit sein. Kapitel 47.
Du brauchst nicht vor die Tür zu gehen, um der Welt dein Herz zu öffnen. Um das Universum zu sehen, brauchst du noch nicht mal aus dem Fenster zu gucken. Du bist mittendrin. Je mehr du Dinge zu wissen glaubst, die du nur vom Hörensagen kennst, falsches Wissen, desto weniger begreifst du. Momentchen. Weg damit. Desto weniger begreifst du. Also, ne, je mehr Dinge du zu wissen glaubst, die du nur vom Hörensagen kennst, sprich das, was wir in der Schule lernen, was wir in den Medien bekommen, desto weniger begreifst du von den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und erkennst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ein freier Mensch kommt an, ohne vorher abgereist zu sein. Er sieht das Licht mit verschlossenen Augen, macht sein Ding ohne die geringste Anstrengung. Jede Anstrengung bedeutet einen Eingriff in den Lauf der Dinge, nämlich dem Universum ins Handwerk pfuschen. Wann immer ihr irgendetwas macht, womit ihr letztendlich dann, wodurch ihr angestrengt seid, solltet ihr es besser sein lassen. Oh, das ist aber jetzt unfair. Aus irgendeinem Grund tut es hier meine Scroll-Taste nicht mehr. Naja, machen wir es eben so. Kapitel 48. Muss halt hier weiterklicken. Beim Streben nach Allgemeinwissen wird ständig etwas abverlangt. Beim Einswerden mit dem Universum bekommst du täglich was geschenkt. Immer weniger musst du dir die Dinge erzwingen, bis du schließlich beim absichtslosen Handeln anlangst. Absichten sind die Samen der Anstrengung. Wenn nichts beabsichtigt wird, wird alles passieren, einfach nur passieren. Es passiert einfach und alles ist gut. Freie Menschen meistern das Leben, indem sie den Dingen ihren freien Lauf lassen und sie bei gar nichts stören. Sie stehen auf ihrem Surfbrett, ihrem Bewusstsein und surfen auf den Wellen der Dinge, die da kommen und gehen. Ein Kapitel 49. Ein freier Mensch ist nicht gefangen in eigenem Denken und Empfinden. Er ist eins mit dem Denken und Empfinden seiner Mitmenschen. Er ist gut zu Menschen, die gut sind, und er ist gut zu Menschen, die nicht gut sind. Das ist wirkliche Güte. Er kann den Menschen vertrauen, die vertrauenswürdig sind, und auch denen, die nicht vertrauenswürdig sind, weil er ihnen gar nicht Vertrauen braucht. Sie können nichts tun, um ihn zu enttäuschen, denn er erwartet ja nichts. Das Denken und Empfinden eines freien Menschen gleicht dem Raum. Seine Mitmenschen verstehen ihn nicht. Sie blicken zu ihm und warten und manchmal bespucken sie ihn. Aber er behandelt alle wie seine eigenen Kinder. Es war eine große, als ich das vor etlichen Jahren auch in dem Tao Te Ching gelesen habe, war das für mich ein absolut klarer Wegweiser, wie ich mit anderen Menschen umzugehen habe, gerade bei denen es mir schwer fällt, freundlich zu bleiben. Wie würde ich mit meinem eigenen Kind umgehen? Und wie hätte ich gern, dass man mit mir umgeht? Ich behandle die nicht wie meine eigenen Kinder, indem ich die ins Bett schicke oder Zähne putzen, sondern indem ich sie liebe und alles an Verständnis und Liebe aufbringen kann, was überhaupt machbar ist. Kapitel 50. Ein freier Mensch widmet sich dem, was der Augenblick gerade bringt. Er weiß, dass er sterben wird, und seinen Abschied hat er schon gefeiert. Und so gibt es nichts mehr, an dem er noch festhalten würde. Keine Illusion in seinem Geist, keine Widerstände in seinem Körper. Er denkt über seine Handlungen nicht nach. Sie kommen einfach aus ihm heraus und er lässt es absichtslos passieren. Ihn hält nichts zurück vom Leben. Daher ist